Winterdienst Karlsruhe. Die Wetterprognose erfordert den sofortigen Einsatz der Streufahrzeuge. Es droht Blitzeis, eine der gefährlichsten Wetterlagen überhaupt. Deswegen muss jetzt schnell gestreut werden. Ich schaue mir heute an, wie die Straßenmeistereien dabei vorgehen und vor allen Dingen, wo dieses ganze Streusalz überhaupt herkommt. Wie alle Räumfahrzeuge folgen auch wir einer festgelegten Route. Zuerst die Hauptverkehrsstraßen und die Strecken des öffentlichen Nahverkehrs, danach sind die Nebenstraßen dran. Salz schadet Pflanzen und Tieren. Deswegen will man nur so viel streuen wie nötig. Dazu messen Sensoren Feuchtigkeit, Luft- und Bodentemperatur. Und danach wird die Salzmenge dosiert. Rund 25% weniger braucht man mit dieser Technik. Eine Kamera da noch. Noch sind die Straßen eisfrei, aber es ist kalt. Und wenn es jetzt regnet, wird es gefährlich. Denn dann passiert das. Blitzeis. Spiegelglatte Straßen, Unfälle, Verkehrschaos. Deshalb schreibt der Gesetzgeber vor, dass bei solchen Wetterlagen präventiv gestreut werden muss. Die Fahrer der Räumfahrzeuge müssen hellwach sein, denn der Job hat seine Tücken, erklärt mir Hans-Joachim Lang. Er muss den Salzstreuer einstellen, je nach Fahrbahnbreite, bei Schnee den Schieber bedienen und gleichzeitig den Verkehr im Blick behalten. An welchen Stellen müssen Sie sich denn besonders konzentrieren? Besondere Konzentration erfordern bei uns Kreuzungen, Abbiegespuren, Brücken, weil wir auch keine besonderen Reifen haben, wo wir auch ins Rutschen kommen können. Dann innerstädtisch parkende Fahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer, mit denen wir jederzeit auch rechnen müssen und bremsbereit sein müssen. Nach 3 Stunden braucht unser Streufahrzeug Nachschub. Bis jetzt ist das gefürchtete Blitzeis ausgeblieben, aber Vorbeugen ist nun mal Vorschrift. Am Salzlager treffe ich den stellvertretenden Leiter des Winterdienstes Karlsruhe. Davon werden ja jedes Jahr Unmengen ausgebracht. Besonders umweltfreundlich ist das nicht. Gibt es denn da keine Alternativen? Alternativen für Streusalz gibt es momentan nicht. Wenn wir dem Gesetzgeber Rechnung tragen wollen und die Straßen schnee- und eisfrei halten wollen, müssen wir mit Streusalz arbeiten, um die entsprechende Wirkung auf der Straße zu haben. Zeit nachzuforschen, woher der Stoff eigentlich kommt, der uns rutschfrei durch den Winter bringt. Das Salzbergwerk Heilbronn. Es versorgt den gesamten süddeutschen Raum mit Streusalz. Bergbauingenieur David Sage zeigt mir, wie man an das weiße Gold herankommt. Nachdem ich mich bergmännisch ausgerüstet habe, kann es losgehen. Unter Tage werde ich die einzige Frau sein. Das Bergmannshandwerk ist, zumindest hier, reine Männersache. Mit diesem Förderkorb hier geht es gleich 250 Meter in die Tiefe. Bin gespannt, was mich da erwartet. Unten angekommen stehen wir in einer Kathedrale aus Steinsalz, 240 Millionen Jahre alt. Weiter geht es mit dem Auto, denn die Wege hier im Salzbergwerk sind lang. Das Abbaugebiet ist riesig. Rund 800 Kilometer umfasst das unterirdische Streckennetz. In einer Wintersaison werden hier bis zu 1 Million Tonnen Streusalz abgebaut. Auftausalz, wie es korrekt heißt. Dazu kommt ein noch größerer Teil für die Industrie. Hier war ja überall vorher Salz, wo wir uns jetzt bewegen. Es sind ja Unmengen schon abgebaut worden. Wie lange reicht denn der Vorrat noch? Hier wird seit über 125 Jahren aktiv Salz abgebaut. Und ich gehe davon aus, dass auch noch die nächsten 100 Jahre hier Salz abgebaut wird. Das Salzlager selber zieht sich runter bis nach Basel. Also, dass jetzt hier morgen Feierabend ist, damit ist erstmal nicht zu rechnen. Wir erreichen eine der aktiven Abbaustellen. Eine riesige Fräse frisst sich durch Salzgestein. Unter Anleitung darf ich das Monstrum steuern und selbst einige Tonnen Salz abbauen.
Die Maschine macht einen Höllenlärm und Salzstaub vernebelt die Sicht. So sieht das Auftausalz direkt nach dem Abbau aus. Eigentlich muss es jetzt nur noch zerkleinert und gereinigt werden und kann dann direkt auf unsere Straßen. Was die Fräse nicht schafft, wird gesprengt. Eine gefährliche Angelegenheit. Der Sprengmeister zeigt mir, wie es geht. Wenn ich gleich hier diese Sprengung ausgelöst habe, dann müssen wir hier schleunigst weg, denn die Sprengwolke enthält giftige Stickoxide. Ein Atemzug und wir wären alle tot. Das Sprengkommando stammt aus der Zeit, als man noch eine Lunte anzündete. Es brennt! Erst Stunden später, nachdem sich die giftigen Gase verzogen haben, bringen große Lader das gesprengte Salzgestein zu einem Walzenbrecher. Der zerlegt große Brocken in handliche Stücke. Ein langes Förderband transportiert das Rohsalz dann zum letzten Arbeitsgang. Hier in der Aufbereitungsanlage läuft das abgebaute Steinsalz auf, wird weiter zerkleinert und gereinigt. Danach ist es fertiges Auftausalz, das mit dem Förderkorb nach oben geschafft wird. Dort warten schon Lkw, die ganz Süddeutschland beliefern, auch den Winterdienst Karlsruhe. Bundesweit landen jedes Jahr bis zu 4,5 Millionen Tonnen Salz auf unseren Straßen. Um unsere Straßen schnee- und eisfrei zu halten, sind viele Maschinen, viele Menschen und viele Tonnen Salz nötig. Das ist weder günstig noch umweltfreundlich, doch für eine Industriegesellschaft wie unsere offenbar unerlässlich.